herzlich willkommen in Eddys Modellwerft. Ja, heute geht es mal nicht um Schiffe, sondern es geht um Aufbewahrungskästen und so weiter. Hier zum Beispiel habe ich so ein Egg-Segment, das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht und der Weihnachtsmann hat mir das auch gebracht, weil ich so brav gewesen bin. Ja, davon möchte ich gerne jeweils in der Ecke, also zumindest 4 Stück haben. Und ja, ich habe da mal geguckt, die kosten so, ich glaube, 33 bis 35 Euro plus Versand. Und da habe ich mir gedacht, ich glaube, das kannst du besser machen. Nee, besser nicht. Günstiger machen. So, okay, also als nächstes hat Eddie mal geguckt, sich so die ganzen Teile da mal angeguckt. Die sind ja eigentlich aus der MDF waren die oder sind sie immer noch? Und ja, das sind zwar schöne Schubladen, hier mit Glas dahinter. Kannst du das machen? Ja, das könnte ich auch machen. Vorteil hier ist natürlich, außen sind die ja so mit Auskerbung und innen drin sind die so mit Blut und Feder gemacht worden. Das ist ja schon ein bisschen schwierig für mich, ne? So Auskerbung und so weiter, Schlitze schneiden, das kann ich mit meiner Dekobilsäge, aber ich habe ja noch keine Oberfräse. Müsste ich ja denn, wieder ein Stück Weihnachten warten und dann muss man sich erstmal in der Oberfräse ein. Nee, das kannst du anders machen. Die kannst du doch dann eventuell hier auch so einkerben, habe ich mir so gedacht. Aber als erstes habe ich mir gedacht, fängst du erstmal damit an. Ich habe ja hier diese ganzen Fläschchen und so, diese und diese großen Dosen. Und da habe ich mir gedacht, brauche ich eigentlich nur ein Regal, was ich hier jetzt auch habe, das Eckregal, aber ohne die Schubladen. Und ich würde wahrscheinlich auch nicht die Zwischenteile mal reinsetzen, mal gucken. Und dann habe ich einfach mal meinen Baumarkt meines Vertrauens besucht und habe mir MDF-Platten gekauft. Das original gekaufte waren jetzt 6,5 mm und diese anderen Sachen waren alle in 3 mm. Ja, da wurde ich natürlich mal schon mal wieder ausgebremst. Was hat mein Baumarkt gehabt? 4, 5, 8. Das ist ja schon mal blöd, ne? Also gut, dann habe ich erstmal geguckt nach den Fünfern. Da könnte ich ja den Außenkasten mitmachen. Da habe ich mir gedacht, müsste ich ja wahrscheinlich diese Schlitze von den Dächern, sage ich jetzt mal so, ein bisschen länger machen und die anderen ein bisschen kürzer. So, und da habe ich mal so ein bisschen rumgefühlt und dann habe ich eine Restplatte gehabt. Eine Restplatte MDF mit 5 mm. Ich habe mir dann meine elektronische Zentimetermaß mitgenommen. Das hat sogar 5,2, also komme ich ja langsam an die 6 ran. Und habe mir da einfach so eine Platte gekauft und die hatte nämlich 40 x 60 cm. Dann habe ich gedacht, Mensch, das müsste doch passen. Ja, dann habe ich die Teile einfach alle übertragen, hier von dem Original. Und schaut mal, so von der Weite her sieht das aus wie Original. Ja, ich werde das jetzt einfach mal zusammenbauen und dann werde ich euch das Ergebnis zeigen. Wer jetzt wissen möchte, von welcher Firma das Original ist, das ist von der Firma Hobbyzone in Polen. Und die Webseite dazu ist nur in Englisch und in Französisch, glaube ich. Ja, Englisch und Französisch und in Polnisch natürlich. Und ja, wie gesagt, da kann man sich die Teile alle bestellen. Und ich habe mir auch so ein Farbständer gewünscht. Ja, und wie ihr seht, habe ich den auch bekommen. Und was ich denn schon mal gezeigt hatte, glaube ich, das ist dann dieses Schubladen-Emelett. Okay, also habe ich 3 Sachen zu Weihnachten gekriegt. Mann, muss ich brav gewesen sein. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Die haben hier vorne, haben die auch Magneten drin. Und wenn man die dann übereinander stellt, die Teile, dann klicken die da immer zusammen und dann hält das auch einigermaßen.
Natürlich haben die hier auch Schlitze, da könnte man dann eventuell noch ein bisschen was machen, aber muss man eigentlich gar nicht. Man braucht die nicht verschrauben, die Magneten halten das eigentlich ganz gut, weil es muss ja auch nicht großartig Kraft sein. Und die ganzen Schubladen, die sind wirklich ganz leichtgängig und ja, sie wackeln ein bisschen innen drin, also sie haben ein bisschen Luft, aber das macht ja nichts. So, das werde ich dann auf jeden Fall irgendwann mal... werde ich das euch präsentieren, wie ich das in meiner Werft fertig mache. Ja, nun habe ich ja die anderen Teile schon zusammengebaut und diese Idee mit den selbst erschaffen, die ist mir leider wieder zu spät gekommen, und zwar wo ich hier den letzten Eckkasten gemauert habe. Also ich werde mir dann noch irgendwann mal ein Schubladenregal, denn davon möchte ich ganz gerne so 6 bis 8 Stück haben. Denn ich habe hier eine ganz lange Fläche und die wollte ich dann vollballern mit meinen ganzen Kleinteilen, die sich so alle ansammeln. Und dann kann man das ja auch schön beschriften. Ne? Hier drin in diesen Fächern kann man dahinter schreiben, was das da ist. Und wenn ich mir das selber mache, dann würde ich hier einfach so ein MDF-Ding aussägen. Und ja, da würde ich dann einfach vorne einen Zettel draufkleben. Und dann würde da einfach draufstehen, ja, dass da irgendwelche Blöcke oder Jungfern oder sonst irgendwas drin sind. Ja, ich werde jetzt mal mein ausgesägtes Teil mal versuchen zusammenzubauen. Das sollte ja im Prinzip eigentlich genauso leicht sein. Außer es passt nicht. Der wird schwieriger. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann mache ich noch ein kleines Absappeln und dann ist gut. Erstmal sage ich Tschüss. Ich werde mir jetzt nochmal die Finger brechen und dann geht das bestimmt weiter. Bis gleich. Jo, jetzt geht das weiter mit den Teilen. Ich habe euch ja mal gezeigt, wie die original aussahen. Und dann habe ich sie auf MDF-Platten aufgezeichnet. Einfach mit einem Bleistift außen die Umrisse gemacht. Und das habe ich dann mit der Dekopiersäge ausgesägt. Ich habe mir das einfach gemacht. Wenn ich hier diesen Schlitz in der Mitte gemacht habe, bin ich einfach von hinten reingegangen. Weil das ist die Rückseite, da kommt ja auch noch eine Blende ran. Und dann ist das auch wieder fest verleimt. Ja, und dann werde ich euch gleich das mal zusammenstecken und dann habe ich meinen Teil sozusagen etwas preiswerter gemacht. Das Endergebnis werde ich euch dann gleich aber zeigen. Jo, jetzt habe ich hier einmal mein selbst nachgeschnittenes Teil zusammengesägt. Ja, mir ist dabei natürlich die Dekopiersäge, aber das Blatt kaputt gegangen. Mit diesen ganzen Ausschnitten. Aber hier, sag ich mal, ist das Original. Ja, und das würde dann direkt so da drüber kommen. Und dann sieht man dann gar nichts mehr davon. Von den ganzen Schlitzen und Ritzen. Na, das ist alles ganz genau stimmig. Das passt alles vorne so weit rein. Und hier unten, da habe ich ja in der Rückwand, habe ich ja hier schon alles zugemacht. Und die Rückwand, die habe ich ja denn hier auch noch liegen. Und zwar sind das hier diese Teile, die beiden quadratischen. Und wenn man so sieht, ja, sie passen nicht ganz. Ich habe da ein bisschen Maß. Das ist eben halt das, wenn man das einfach abzeichnet. Der Bleistift macht das ja immer ein bisschen kleiner. Und wenn ich das jetzt ein bisschen zusammendrücke, dann kriege ich das wieder auf Maß hin. Und so werde ich das auch tun. Das heißt, ich werde die ein bisschen einleimen und dann werde ich sie hier einfach so ein bisschen ansetzen und dann werde ich sie verbasteln. So, die andere Platte, die kommt ja dann hier so gegen. No? Und die schließt hier komplett bündig ab. Das ist echt super. Ansonsten geht das ganze Ding ganz kurz mal auf meinen Bandschleifer. Und dann werden hier diese Ecken, die überstehen, das beim Original übrigens auch ist, die sind nicht angefräst. Dann schleife ich das ganz einfach weg und dann ist dieser Winkel auch gerade. Ja, das werde ich jetzt mal halt ganz kurz machen. Und zwar nehme ich da mal ein Holzleim. Und ich gehe das einfach mal hier rauf. Und ganz ehrlich,
30, 32 Euro kostet, glaube ich, das Eckregal, wenn ich das Original kaufe. Klar, es ist schön mit Schubladen, die müsste ich mir jetzt natürlich noch machen. Und ja, es ist alles ganz wunderbar, hundertprozentig gerade geschnitten. Aber ich habe hier an Material jetzt 2 Euro ausgegeben. Leute, dafür kann das gerne mal so ein bisschen krumm sein. Na, und dann nehme ich jetzt nämlich hier ganz einfach einen Nagel und ziehe das ein bisschen zusammen. Denn die Rückwand, die soll ja auch nicht sozusagen... Hups, jetzt ist da auch noch krumm gegangen. Die Rückwand soll ja auch nicht, sag ich mal so, dafür da sein, um da hübsch auszusehen, sondern eben halt nur dafür da, dass die Sachen... Na, ich glaube, ich muss das einmal durchbohren. Ich glaube, meine Nägel sind ein bisschen zu weich. Aber das ist ja auch kein Problem mit dem Körner. Dann gehe ich da eben halt ein bisschen mehr durch. So, jetzt muss das aber gehen. Bei der anderen Wand hat das gegangen. Oder funktionierte das, sage ich mal, so rum. Ja. Jetzt funktioniert das auch. Na, hier mache ich das dann auch ein bisschen rangeben, bisschen ab. So, ein bisschen mehr Druck ausüben. Und dann kann man den Nagel da reintun. So. Man darf das natürlich auch nicht zu sehr verbiegen, weil sonst war das ja wieder schief und krumm. So, jetzt kommt hier unten noch eine rein. Und dann noch einer auf der anderen Seite. Und dann ist das tutte Babene. So. Hier kommt jetzt noch einer hin. Ein Nagel hin. Ja, das sind übrigens Rückwände von Kleiderschränken. Da habe ich mir immer mal so ein bisschen was aufbewahrt, um vielleicht kleine Regale zu machen, so zwischen irgendwelchen Schränken, die ich habe. So, und dann kommen hier natürlich noch die anderen beiden Sachen ran. Die werde ich mal ohne euch ransetzen. Und dann sieht das Teil ganz einfach so aus. Und dieses Teil wollte ich nämlich ganz einfach dafür nehmen, dass ich dort Flaschen reinstelle oder etwas Größeres. Oder ich kann dann auch noch die Möglichkeit, ich habe ja hier die beiden Platten, die hier so reinkommen. Ja, die könnte ich dann immer noch hier reinsetzen und könnte mir da dann auch irgendwelche Fächer machen, wie auch immer, und solche Schubladen nachbauen. Das ist auch kein Problem. Da mache ich das Gleiche. Da nehme ich, muss ich nur etwas dünneres MDF kaufen. Und dann, die sind etwas dünner, die haben nicht nur, die sind 2 mm dünner. Und ja, dann brauche ich nur wieder das Außenmaß nehmen, das nehme ich dann mal 2, dieses Teil. Und dann klebe ich das einfach von außen zusammen. Nicht so schön angefräst wie hier. Da wird das einfach außen rangeklebt. Von der Länge muss ich natürlich die Stärke dann abrechnen. Und dann kriege ich das noch im Boden. Und dann funktioniert das auch. Ja. Der Winfried hat das natürlich auch gesehen und der hat gesagt, ja, man könnte es natürlich auch schön alles auf dem Programm machen und dann so in Laser reinpacken. Kann man auch. Wenn man die Programme hat und wenn man das alles zeichnen kann, geht das natürlich ganz wunderbar und dann kann man richtig Geld dafür sparen. Noch ein Problem war das, der Winfried konnte mich nur bis 5 mm konnte er oder 6 mm war das, glaube ich, konnte er lasern. Und diese Platten sind ja 7 mm stark. Und von daher müsst ihr das von beiden Seiten machen. Und dann ist das wieder so ein bisschen Arbeitsaufwand. Das wollte ich einfach nicht. Ich sage, Dekopiersäge funktioniert auch. Bei diesem dicken Holz haut die immer ganz gerne mal so ein bisschen nach links oder rechts ab. Also es ist wirklich so dickes Holz mit der Dekopiersäge zu machen, ist schon eine...
eine Strafe für die Dekupiersäge. Also man sollte da wirklich irgendwie eine Bandsäge sehen. Wenn einer sowas hat, dann, die hat ja ein wesentlich breiteres Blatt und da kann man einen wesentlich geraderen Schnitt machen. Oder man nimmt immer halt die Stichsäge. Funktioniert auch, aber dann hat man halt Probleme mit diesen kleinen Ecken zu machen. Dann muss man hier rein und dann das Stück irgendwie so ein bisschen rausfreckeln. Ja, aber ich bin soweit damit zufrieden. Und wie gesagt, diese Kiste hat mir jetzt 2 Euro gekostet. Ja, das war schon mal wieder mit Schränkchen bauen aus Eddies Modellwerft. Ja, es hat alles mit Holz zu tun, aber eben halt diesmal nicht mit Schiffchen. So, mal ganz ehrlich unter uns. Jeder möchte doch gerne einmal so preiswert solche Dinge haben. Natürlich werde ich mir jetzt noch 1-2 Originale bestellen. Die werde ich dann in der untersten oder in der obersten Reihe machen. Und in der untersten Reihe werde ich meine selbst erstellten Schränkchen dann präsentieren. Wenn ich die mal denn alle zusammen habe, dann werde ich euch das natürlich alles zeigen. Sicherlich, ihr werdet natürlich auch in meinen Videos dann immer die Fortschritte sehen. Denn wenn ich mal so ein bisschen Zeit habe und mal nicht Lust auf Tüdeln oder auf Nageln oder sowas habe, dann würde ich ganz gerne solche schönen kleinen Schränkchen bauen, damit ich meine Werft dann komplett machen kann. Und alles, was ich jetzt nur in solchen weißen Schränken, in kleinen Döschen habe, dann kann ich alles mal zusammentun, schön beschriften. Da gibt es ja auch solche schönen Sachen, wo man das in so ein Rädchen einstellen kann. Und dann kann man das wunderbar raufschreiben, was da alles drin ist. Und dann kann man das vorne auf die Blende raufmachen. Vielleicht mache ich mir aber auch die Mühe und arbeite diese kleinen Fenster aus. Aber irgendwie was raufschreiben muss ich sowieso. Weil ich habe ja immer solche kleinen Gläschen, solche hier, das waren aus dem Hotelbereich, mal Marmeladengläschen. Und wenn ich mir da zum Beispiel so eine Schublade nehme, wenn ich da Blöcke rein tue, die fallen ja dann gleich schon komplett weg. Man könnte dann natürlich da innen drin wieder Fächer reinmachen. Das kann man auch machen. Das ist zum Beispiel in diesem einen Teil ist das so. Ne, da sind solche Fächer drin. Das könnte man sich hier auf so eine Schublade auch wieder umtüfteln. Und dann könnte man die Schlitze machen, alles zusammenstecken. Aber mal ganz ehrlich, denn wenn man hier denn in diese Fächer rein will, da ich mit meinen Wurstfinger, da ist es doch besser, wirklich so ein kleines Gläschen zu nehmen und dann da so die Teile rausnehmen. Und da habe ich mir gedacht, es passen da auch 6 Gläschen rein. Oder vielleicht finde ich auch eine Möglichkeit, aber das wird wahrscheinlich zu aufwendig, so eckige Teile zu finden, die man da reintut. Aber wie gesagt, es passen da 6 Gläschen rein und dann kann ich hier vorne nur raufschreiben, Blöcke. So, und dann weiß ich ganz genau, dass die Schublade alles an Blöcke hat. Und dann sind da meine 4 mm, 8 mm. Und in 3er, in 2er, in 1er und so weiter und so weiter. Und da gibt es ja noch viele, viele Möglichkeiten. Ja, das ist so meine Idee, die ich jetzt habe und die ich euch natürlich gerne weitergeben möchte. Nehmt euch einfach so ein Schränkchen und bevor ihr das heißwütig zusammenbaut, weil es kribbelt ja immer so in den Finger, ganz schnell zusammenkleben, nehmt euch einfach eine Platte von dem Material, was ihr dann habt, in meinem Falle ist das ja MDF, und dann zeichnet ihr das ganz kurz ab. Einfach nur rauflegen und mit einem spitzen Bleistift wirklich die Konturen außenrum rangehen, dann seid ihr ungefähr nachher einen halben bis ein Millimeter breiter. Dann müsst ihr aber nicht direkt auf den Bleistiftstrich, mein Gott, ist das ein schwieriges Wort, sondern ein bisschen links daneben schneiden, so dass ihr den Strich dann immer noch seht. Weil, wenn ihr den Strich außenrum ransetzt an euer Material und das jedes Mal immer weitermacht, dann wird das ja immer größer. Ist zwar alles nur Millimetersache und das fällt auch in der Reihe nicht allzu sehr auf. Aber wenn man dann so 3 Stück dann nebeneinander setzt, dann kann das schon mal sein, dass dann nachher 3, 4, 5 Millimeter und das ist dann ein halber Zentimeter und dann klafft da wirklich schon eine kleine Lücke aus.
wenn man dann die Originalen sozusagen oben drauf steht. Aber dann gibt es ja, wie gesagt, auch die Möglichkeit, was ich gemacht habe. Ich zeige euch jetzt das nochmal ganz einfach mit einem Bandschleifer. Ich habe so einen großen Bandschleifer, den kann ich platt die Sachen hier raufpacken und dann wird das einmal begradigt. Und ich meine, dann einen halben Millimeter oder einen Millimeter mit Ronder zu rubbeln, das ist natürlich auch eine ganz schöne Sache. Aber ja, dieses Teil ist jetzt fertig, ne? Hat auch die Rückwände und so weiter. Und hier oben die Schlitze, die ich gemacht habe, die habe ich nur zugespachtelt, weil meine Schlitze natürlich nicht so schön geworden sind. Da muss ich auch noch ein bisschen dran üben, weil ich bin ja hier an der Seite reingegangen, wie ich das euch im Video gezeigt habe. Und wie gesagt, die Dekopiersäge ist schon, die hat da schon richtig zu tun mit so einem dicken Material. Da muss man wirklich das Ding ganz langsam laufen lassen. Also man muss da auch lernen, mit so einem Apparat denn umzugehen und mit diesem dicken Material. Und vielleicht habe ich auch das verkehrte Blatt gehabt. Ich hätte mir vielleicht ein etwas gröberes Blatt nehmen müssen. Aber ist egal, für die nächsten Arbeiten werde ich da mal im Baumarkt meines Vertrauens gehen, werde mir nochmal eine MDF-Platte in der gleichen Stärke holen. Und dann hole ich mir auch noch gleich das vernünftige Sägeblatt dazu. Ist ja sowieso kaputt gegangen. Brauche ich sowieso neu. Ja, das war's denn erstmal schon mal. Und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser kleinen Ausgabe Schränkchen bauen. Wie gesagt, ihr könnt euch das natürlich auch alles original holen. Ich sage euch, das ist bei Hobbyzone. Hobbyzone ist ein prima Shop aus Polen, der ganz tolle Sachen hat. Aber wenn man davon mehrere braucht, kauft man sich ein und macht sich ein oder zwei nach. Tut ja nicht weh. Und man hat ein bisschen was zu tun. Und es ist günstig. Ganz ehrlich, ich habe eine Rückwand, die habe ich da gehabt von irgendwelchen Schränken. Das ist auch so ein MDF-Pappkrams. Und diese Restplatte, die ich aufgegabelt habe, die hatte 7 mm, die hat mir 2 Euro gekostet. Also diese ganze Kiste hat mir 2 Euro eine Stunde Arbeit gekostet. Ja, wer es natürlich ganz hübsch und ganz schick haben möchte, der zahlt dann die 33 bis 35 Euro. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss.